Wir haben schon die High Performance Leuchten LED. Ich habe den nachts gekauft. Ne? Also einfach Scheinwerfer lackiert. Da. Aber dieses Ruckeln mit dem Getriebe merkt man schon. Ja. Motor läuft seitenweise. Willkommen bei den Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Gerade so Herzrasen, hier ist los. Schon lange kein Video mehr gemacht, oder was? Ist die Aufregung. Leute, wie ihr seht ihr zum Beispiel den Mercedes nicht, der ist verkauft. Und mein 540 ist auch weg. Dritte ist der Phaeton, der kommt auch weg. Bitte keine Palaver, der kommt in den Schrott. Die sind mir egal. Wir haben hier zwei Walkie-Talkies, die ich gerade aufgeladen habe. Die sind zwar nicht ganz voll, aber egal, die nehmen wir jetzt mit. Ich glaube, im Tank mir wird sowieso stehen. Wir gucken uns heute den billigsten B213 Taxi an. Mit Ibi zusammen. Wie viele Taxis ich mir angeschaut habe, die Tage, die Woche. Das ist Wahnsinn. Jeder macht einen auf Händler. Nein, ich bin kein Händler. Ja, warum ist der hier auf? Weil ich die Karre rausgeholt habe. Wir müssen nach Gießen, ungefähr 200 Kilometer. Nicht mal 176. Das Problem ist, Lüdenscheid ist gesperrt. Das heißt, bei uns wird das jetzt ein bisschen problematisch. So, ich bin selber gespannt, weil ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Eidosch ist frei heute. Alles gut. Ja, Eidosch. Nee, Bruder wartet nicht. Alles gut. Nur der Händler wartet auf uns. Ibi, was ist los, Alter? Bist du ein auf Händler oder was? Wie geht's dir? Business, weißt du ja. Business. Immer Business. Ja, ich dachte, du bist Arzt. Ja, bin ich ja. Immer Business-Arzt und alles nebenbei. So Gebrauchtwagen, Verkauf, Ankauf, Botox. Ehrlich? Ach, Quatsch. Ja, das ist viel Spaß. Ja. So, Ibi, echt Dankeschön. Kommt gerade von der Arbeit. Hast du noch eine Dix-Patienten gehabt? Ja, ich habe noch Patienten gehabt. Guck mal, wir haben jetzt 7:30 schon und jetzt fahren wir nach Gießen. Genau. Dankeschön, Ibi. Gerne. Du kriegst natürlich nichts dafür, aber... Wozu hat mein Bruder? Was ist das denn hier? Arzt im Einsatz? Ja. Ja, können wir dann irgendwie schneller fahren? Nein. Durch Stau oder so? Wir können, wenn wir Hausbesuche machen, mal halt verkehrswiderrichtig parken. Ach so. Also, ich frag nach. So, das ist Sendung mit der Maus. Okay. Bist du nicht ein bisschen zu alt dafür? Das war deutsch. Du weißt ja, welches Auto wir uns anschauen? Ja, Mercedes. Der Wagen kostet halt nicht viel und... Ja, ich bin sehr gespannt. Hast du schon über das Auto schon ein bisschen was lesen können? Ja. Ehrlich? Ich finde ihn ja geil. Also ist ja, lass aber gleich machen. Ja. Wir gehen jetzt einmal Tankstelle, tanken einmal voll, fahren mal Richtung Gießen. Dreh doch so. Ja, aber du hättest doch so sofort drehen können. Ich mach's immer gern kompliziert, weißt du doch. Ja, ist nicht schlimm. Arzt. So, wie waren meine Blutwerte letztens eigentlich? Super. Ja, schön, das freut mich. Ich kann nichts Negatives sagen. Okay. Habe ich das nicht gezählt? Ja, du hast gesagt, der ist okay, aber die ganzen Werte sehe ich noch, hast du gesagt. Ich war dabei, sonst hätte ich hier angerufen. Ja, okay. Kann ja sein, dass du zu viel zu tun hast. Nee. Dass du das sagst, Junge, du hast nur noch 2 Wochen zu leben und so. Wenn irgendwas Schlimmes ist, rufe ich immer sofort an. Ja, okay. Also das ist auch nicht gut, wenn ein Arzt dich anruft. Aber bei mir ruft er an halt für andere Sachen. Du sagst, Zeit, ich muss Reifen wechseln. Wechsel. Aber macht alles selber. Das ist der einzige echte Doktor. Sogar die Autodoktoren dürfen sich nicht Autodoktoren, ne? Achso, ja, ich bin ein Autodoktor, ja. Du bist ein echter Autodoktor. Ja, ne? Das ist ja, es ist echt so. Aber ja. Ehrlich, ich glaube, ich muss dir mal irgendwann meinen YouTube-Kanal mal so aufmachen. Der Autodoktor. Der Autodoktor, der echte, originale. Ja, aber so gut wie die Autodoktor bin ich nicht. Die machen ja wirklich schon gute Arbeit. Nein, klar, es geht ja nicht darum. Ich meine natürlich diese Autodoktor. Aber sagen wir so, echt. Ich musste mein Auto noch nie in die Werkstatt geben. Ich habe bis jetzt, kann Jonas bestätigen, alle meine Autos selber repariert. Immer. Ja, ich meine, so Motor wechseln und so hast du nicht gemacht. Ja, aber war ja bis jetzt nie notwendig. Natürlich. Also ich habe auch mal einen Zylinderkopf zerlegt, ich habe den Zylinderkopf komplett überholt. Das habe ich schon gemacht. Ich habe Kupplung schon gewechselt. Ja. Ja, nee, das kannst du ja. Aber ich meine, Sophie, hast du ja keine Zeit. Ne? Nee, dass du jetzt sofort so einen Motor komplett revidierst oder so. Also bei Motorrädern habe ich das schon mal gemacht. Also, ja, stimmt. Am Motorräder bist du echt auch fit, ja, ne? Habe ich schon viel gemacht. Das stimmt. Wie willst du deinen Kaffee haben? Schwarz? Nee, mit Milch. Okay. Ibi, du weißt ja, 3 Monate reden wir darüber, genau, ne? Und ich wollte unbedingt den W213 kaufen. Aber als Taxi. Man muss ehrlich sein, die Autos sind einfach sauteuer. Ja, stimmt. Also, es ist unglaublich, was so ein W213... 20.000 und... aufwärts. Ja. Und jetzt schauen wir uns den billigsten Taxi Deutschlands an, der halt keinen Motorschaden hat, keinen Getriebeschaden oder was auch immer. Bisschen Mercedes-Freak bist du auch. Auf jeden Fall. Also Mercedes, obwohl du nur VW fährst. Ja, Wirtschaftlichkeit zu tun. Ne? Also wenn man halt überlegt, das gleiche Auto Mercedes kostet nochmal 5.000 bis 10.000 Euro mehr und dann fährt man halt natürlich VW. VW ist günstiger als Mercedes. Und so schlechte Autos hat VW auch nicht. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte und
Geld keine Rolle spielen würde, würde ich mir Mercedes holen, definitiv. Und früher hat man immer gesagt, wenn du Mercedes fahren möchtest, fahr Taxi. Mittlerweile muss man einfach sagen, ich fahre den Touran und fast jedes zweite Taxi ist ein Touran. Ja, das stimmt. Also fahre ich trotzdem Taxi. Hier sieht man, wir haben noch gute 2 Stunden. Ist ja auch nachts sind wir da, ne? Das ist auch blöd. Aber egal. Ich meine, wir wissen ja, was wir kaufen. Genau. Wir wissen, es ist ein Taxi. Da wird jetzt nicht irgendwie nach Kratzer gesucht oder nach Beulen oder Dellen. Darum geht es mir auch nicht. Mir geht es nur rein, Motor, Getriebe und das kriegen wir echt nur, wenn wir es hören und fahren. Ich habe 2 hochleistungsstarke Taschenlampen dabei. Einmal meine Stirnleuchte, oder Yunus sagt, da ist eine Autobatterie dran. Ja. Aber super Leuchtqualität. Ey, von Ghidorah haben wir auch so ein Licht. Wollte ich dir noch besorgen? Ja, mache ich noch. Sorry, also wenn das einer auch von Ghidorah sieht, bitte, bitte, bitte. Ich brauche diese Stirnlampe, damit er keine Autobatterie mehr auf dem Kopf trägt. Ehrlich. Er ist schon wie ein Inder geworden. Kannst du auch Motorräder schon tragen? Ja, ich kann auch Motorräder auf den Kopf tragen, ja. Also der kann das bestimmt. Bei der Autobatterie kann ich, glaub ich dir. Wie viel Ampere hat die nochmal? 100? Ist das eine AGM-Batterie? Das ist eine AGM-Batterie. Musst du die eigentlich anwerfen, wenn du die wegziehst? Ich muss sie anwerfen. Sonst funktioniert der Start-Stopp nicht. Wir sind fast da. 18 Kilometer noch. Und ich bin so langsam aufgeregt gerade. Es ist echt so, obwohl, wir können hier nichts erwarten. Ist ein Taxi. Fast 500.000. Ist der billigste im Netz. Aber trotzdem bin ich aufgeregt. Ich weiß nicht. Aufgeregt. Also es kommt ja nicht darauf an, wie teuer dein Auto ist. Oder man muss das Auto einfach fühlen. Wenn man ein Auto gut findet, ist es völlig egal, ob es ein Auto für 500 Euro oder für 50.000 Euro ist. Fühlen, ja. Das ist geil. Das stimmt aber. Man muss es fühlen. Das ist echt schön gesagt. Echt gut. Ich meine, es ist der billigste, aber heißt nicht, also ich bezahle schon viel Geld dafür. So ist das nicht. Das ist wenig Geld, ja. Deswegen, wir werden natürlich den von außen mal anschauen, aber es ist jetzt nicht das, jetzt, wo ich sage, ja, aber hier hat aber einen Kratzer und so. Ne? Also so ganz genau werde ich nicht sein. Aber wenn ich jetzt was Krasses sehe, natürlich, kann ja sein, dass wir den noch ein bisschen runterhandeln. Aber für mich ist es natürlich wichtig, Motor, Getriebe. Der Rest ist mega, weil da wird so vieles noch passieren, aber was damit noch wird, dazu kommen wir noch. Wenn wir ihn überhaupt noch kaufen. Ich würde auf die Schweller gucken. Ich bin immer so ein Schweller-Fetischist, wenn die verbogen sind. Meinst weiß du? Nicht, das stört mich. Hätte aber Plastik, ne? Ja, du kannst ja von unten gucken, ob die aufgeschlagen oder geformt sind. Das kannst du ja machen. Also Lichter haben wir ja da. Da bin ich mal gespannt. So, wir fahren jetzt dahin und dann schauen wir mal erstmal, fragen wir nach, ob wir aufnehmen können. Ansonsten werden wir im Auto uns erst sehen. So langsam steigt die Nervosität bei mir. Wir kommen von einem High-End-Fahrzeug, dem Touran, in einen Mercedes rein. Das müssten wir jetzt sofort merken eigentlich. Ja, High-End. The best. Nimmst du eigentlich selber deine Medikamente? Welche Medikamente? Weiß ich ja nicht, nimmst du Medikamente? Hallo, Touran ist ein High-End-Gerät. Hast du das nicht gewusst? Nee, echt? Natürlich. Ich dachte, weiß ich nicht, Touareg oder so. Nee. Komm, wir fahren jetzt dahin, aber und danach schauen wir uns das mal an. Ja, Volkswagen. Ja, stimmt. Krafter. Geiles Ding, hatte ich auch gehabt. Geilstes Fahrzeug, wirklich. Guck dir das mal an. Also, ganz ehrlich, keine Ahnung, welcher Honk das ist. Guck mal, was für Leuchten der da hat. Also, aber das ist doch nicht normal. Wir haben natürlich hier abgedunkelte Spiegel. Aber wenn er das jetzt nicht haben würde, bitte mein Bruder volles Rohr. Rechte Spur verwenden und die du bist voll hell. Eigentlich ist das für Kameraaufnahme eigentlich nicht schlecht. Der kann ganz jetzt hin und her fahren. Aber das geht ja gar nicht. Der blendet sogar die hier. Also bitte, bitte, bitte. Achtet mal auf eure Leuchten hier. Was ist das? Leider. Konnten wir das nicht aufnehmen, weil die wollten überhaupt nicht vor die Kamera. Die wollten auch nicht Privatgrundstück und so gefilmt haben. Verstehe ich vollkommen. Ich habe da gefragt, die meinten so, nee. Und dann haben wir Probefahrt gemacht und dann gab es Handeln. Warum, wird ihr später alles sehen. Preis sage ich nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben den günstigsten W213 Deutschlands gekauft. Wir sehen schon mal, wir haben hier einen Schiebedach. Taxi-Schiebedach ist sehr selten. Wir haben auf jeden Fall Probleme. Safe. Also, was erwartet man?
Wir haben hier 466.000 Kilometer auf der Uhr. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. War schon alles so ein bisschen, er hat auf jeden Fall ein paar Probleme. Was ich schon mal sagen kann, gelenketechnisch lässt er sich Hammer fahren. Wobei ich glaube, dass der ein oder andere Gelenk kaputt ist. Es ist aber Wahnsinn, wie dieses Auto sich fahren lässt. Es ist krass. Also es ist die E-Klasse, die neue. Irgendein Assistent, keine Ahnung. Lenkrad überall auf. Nicht so viel abgenutzt, aber auf. Ja, und dann haben wir hier nochmal Navigation. Drei Schlüssel habe ich. Ich muss echt sehr stark überlegen, wann ich das letzte Mal drei Schlüssel hatte. Ich glaube noch nie. Ist denn die Reichweite? Kann man da irgendwas sehen? Ah, das ist Scheibenwischer. Aber die funktionieren. Die funktionieren sogar sehr gut. Taxis. Also ist Wahnsinn. Ne? Taxi, die wissen, wie mit Scheibenwischer geht. Ja, ich muss da echt mal gucken. Auf jeden Fall. Oh, also, keine Ahnung, Leute. Ich weiß echt nicht, wie man das... Er hat hier Touch. Wie komme ich hier raus, Kollege? Ich will hier raus. Was ist das? Aha, Reise, Service, Reise. Aha, das ist hier 466.000. Dann Verbrauch. Wow, 388 Kilometer. Wahnsinn. Okay. Wie mein Bruder gesagt hat, ich habe einen guten Feeling gehabt bei dem Wagen. Ich habe den gefahren und habe mir gedacht, ey, besseren finde ich nicht. 130 ist okay, wir haben Zittern, ein bisschen, kann aber, ja, wenn ihr den gleich von außen sieht, weißt du auch Bescheid, warum. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Macken, also wir gucken uns den gleich von außen mal an und danach bin ich mal gespannt, was ihr zu diesem Auto sagt. Ja, wir haben 1500 Euro runtergehandelt, wo der Preis schon okay war, jetzt ist er natürlich unschlagbar, also mehr geht einfach nicht. Wir haben schon die High-Performance-Leuchten, LED-Leuchten. Wir haben den Avantgarde-Ausstattung mit Avantgarde-Grill. Wir haben ein Schiebedach und wir haben Sportsitze. Was natürlich auch ein bisschen anders ist, wenn ihr das seht hier. Diese Sportsitze, die geteilt werden. Und ja, hinten natürlich typisch, ne, was ihr hier kennt. Geht der hier? Der geht nämlich so, ja, mit Kindersitzen. Das ist der 2 Liter, nicht der 1,6er. Ganz, ganz wichtig, die 2 Liter war mir wichtig. Ich wollte keinen 1,6er nehmen. Ibi, du weißt, der 1,6er gehört Renault, ne? Also der Motor. Ja, aber ich muss sagen, sonst, natürlich, wir haben sehr viele Macken. Hier ist die Leuchte kaputt. Hier hat er einen Seitenstreifen Schaden gehabt. Hier hat er ein paar Dellen. Unten ist er aufgekommen. Vorne sieht, der wurde lackiert. Sogar die Scheinwerfer wurden mit lackiert. Hier vorne auch. Also der hat vorne auf jeden Fall einen Unfall gehabt. Ja. Ne? Du, also, das ja, nicht... ja, das sieht man. Genau. Aber läuft gut. Also schalten tut ja auch nicht gut. Er hat 466.000 gelaufen, ist knapp 6 Jahre alt. Also wird 7. Von 2017. Habe ich gerade während der Fahrt eingestellt. Was? Boah, die LED-Leuchte sind schon voll hart. B213. Ich wollte mir die schon immer holen. Er hat viel gelaufen. Eine Riesenbaustelle, so wie es aussieht. Läuft gut. Das ist ein Projekt, wo man viel machen kann und machen muss. So sieht er von hinten aus. Ne, der hat diese Blenden. Er hat auf jeden Fall Navigation, hat der. Ja, also diese übliche Sitzheizung. Hier. Oh, du Scheiß, ich sehe da Kleingeld sogar. Cool. Ey, guck mal hier. Kleingeld. Kleingeld. Boah, das ist voll viel Kleingeld hier drunter. Ja. Aber Ibi, du bist ja auch mitgefahren. Abgesehen von dem Schaltvorgang. Kein Klappern, kein anderes Geräusch. Aber dieses Ruckeln mit dem Getriebe merkt man schon. Ja. Motor läuft seidenweich. Aber hier vorne scheint nichts verbogen zu sein. Ne? So, nee, der hat vorne einen Klatscher gehabt. Ja, auch nicht, ja. Ein Riesenklatscher, weil die Scheinwerfer wurden nicht erneuert. Weil diese Scheinwerfer, das sind High-Performance-Scheinwerfer. Du siehst das ja auch, Abel. Mhm. Die sind sau teuer und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das sonst erneuert haben. Weil so ein Scheinwerfer, keine Ahnung, 2000 Euro, locker. Ah, guck mal, hier ist alles gebrochen. Ja, weiß ich nicht, was die da gemacht haben. Das werden wir uns anschauen.
Aber nicht, dass wir den nicht mehr ankriegen, warte. Wegen der Batterie. Aber es ist genau so, was ich wollte. Was ich damit vorhabe, das wird dir noch alles sehen. Ja, mal gucken, ob wir nach Hause ankommen. Und dann können wir noch mal ein paar Sachen mal ansprechen. Ja, aber ich muss sagen, hier, guck mal, das startet perfekt, ne? So, schlüssellos starten. Nein, ABV, du bitte. Ambientenleuchte haben wir nicht. Lass mal jetzt einmal in die Werkstatt ankommen und dann können wir gleich noch mal reden und über das Auto. Aber erst muss ich natürlich in Ruhe mal ankommen. So, bis später. Angekommen. Also wir werden den Wagen natürlich noch ganz genau anschauen. Ich habe den nachts gekauft. Ne? Guckt euch mal an. Hier wurde er lackiert. Also einfach Scheinwerfer lackiert. Da, hier ist Spachtel. Hier haben die irgendwas gespachtelt. Auf jeden Fall einen Seitenschaden gehabt. Da hat er Dellen, da hat er Dellen. Der hat sehr viele Dellen. Ich wollte ein paar Sachen haben. Unbedingt. LED, High Performance Scheinwerfer. Wollte ich haben. Die sehen einfach nur göttlich aus. Wenn ihr normale Scheinwerfer habt, sieht ein W213 einfach nicht schön aus. Ich glaube Avantgarde Grill. Ich kenne mich da nicht aus. Ich will ja auch nichts Falsches sagen. Aber man sieht ja auch, dass er ein bisschen tiefer ist als die anderen. Das wollte ich unbedingt haben. Und dann natürlich die Ausstattung mit diesen Sportsitzen. Was noch anders ist. Ja, ich glaube, bei Avantgarde habt ihr nochmal diese Leiste. Kann das sein? Was natürlich auch extra ist, wenn ihr diese LED-Scheinwerfer habt, habt ihr auch diese Sternleuchten oder wie nennt man das? Sternstaub. So, dann habt ihr das. Das sieht dann so aus. Das gefällt mir auch. Die anderen haben das nicht. Ja, Kamera haben wir. Was ist mir jetzt aufgefallen, jetzt nur beim Fahren aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, also Motor würde ich nicht so viel sagen. Also Motor scheint echt in Ordnung zu sein. Wobei ich glaube, der hat keine Power. Also 450 PS. Ich weiß nicht, ob ich dafür wild bin, aber ich finde, der hat keine Power. Warum, weshalb, wieso? Ja, Taxi, Kurzstrecke. Kann sein, dass der Partikelfilter voll ist. Werden wir sehen. Was mir aufgefallen ist, Getriebe. Getriebe auf jeden Fall. Nochmal, ich sag mal, knapp 1500 Euro runterzuhandeln, das war schon eine Hausnummer. Also wir haben da echt geguckt, gemacht. Ich habe gesagt, ey, sagt mir jetzt ein gutes Angebot, nehme ich den mit, ansonsten fahren wir. Und dann hin und her hin und guckst dir ein Taxi an mit so einer Laufleistung, du kannst da nicht erwarten, dass das gut ist. Ich habe gesagt, ey, ich erwarte ja auch keinen Neuwagen oder so. Definitiv nicht. Aber ich habe gesagt, das und das wurde nicht gesagt. Und deswegen haben wir da gut gehandelt. Und ich finde, der Preis ist super. Avantgarde mit Motor, super, mit Schiebedach, mit meinen Scheinwerfern, die ich unbedingt haben wollte, unbedingt. Die Front sieht einfach geil aus. Im nächsten Video werden wir uns den einmal von unten anschauen, gucken, wie er unten ist, ob er ölt. Ich habe natürlich ein paar Ideen, aber ich finde es gut. Wir haben den S211 verkauft an Rittbahn und haben eigentlich den für die Kohle geholt. Und ich finde, das ist gut. Das ist ein Riesensprung von S211. Zu W213. Und das ist ja, also ganz ehrlich, da kann man nicht meckern, für den Preis nicht. Ich habe hier drei Schlüssel bekommen. Die Schlüssel sehen alle so aus. Und dann hat man nochmal so einen roten Knopf. Wenn man das drückt, hat man Alarmanlage auf jeden Fall aktiviert. Das können wir mal machen. Tagsüber, aber nicht nachts. Aber das gefällt mir einfach. Zack. Das sieht geil aus mit den LEDs. Genau, Taximeter im Innenspiegel, das war mir auch sehr wichtig. Ich wollte nicht unbedingt ein Taximeter haben, was hier oben ist. Ganz, ganz wichtig, weil manche sind auch hier verbaut, Taximeter. Die gucken dann so raus, aber der hat das hier oben verbaut. Und ich finde das eigentlich mal nicht schlecht. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Ja doch, hier so zack. Ja. Hat irgendwelche Geräusche da hinten gemacht. Ich glaube, der Gurtstreffer ist nicht der beste. Funktioniert, also ich muss sagen, alles funktioniert an diesem Fahrzeug. Das ist auch gut. Bis auf das hier habe ich gemerkt. Dieser Luftschacht funktioniert nicht. Das ist ja zum Auf- und Zumachen. Wenn ich mich nicht irren sollte, wie hier, der funktioniert nicht. Ambientenleuchte haben wir auch nicht, wobei Mercedes sehr schöne Ambientenleuchte, auch hier mit dem Display und so. Das Geile bei diesem Modell ist ja, man kann sehr, sehr viel machen. Ich bin auch mal gespannt, was wir daraus machen. Was ihr für Ideen habt, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren schreiben.
was wir damit machen. Es wird auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr geiles Projekt. Und ich freue mich ehrlich, ehrlich. Ich habe richtig Bock, hier ein geiles Projekt zu zaubern. Okay, aber wie kann ich dich denn hier dazu machen, Kollege? Ah, geil. Freitaxi. So, Leute, ich gehe jetzt nach Hause. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr Kfz 40. Bis dann und rein. Ciao.